Wisst ihr was? Es muss nicht immer Ballerei und ein super krasser Schwierigkeitsgrad sein. Es ist okay, nicht im neuesten Roguelike-Titel zu verfallen und sich in einer Form der Selbsttortur zu tausenden Toden zu zwingen, um dann endlich 5 Meter weiterzukommen. Manchmal hat man einfach nur Bock auf die erholsame Natur und natürlich einen 3- oder 4-Achser, um sich durch diese dann den Weg zu bahnen, ob die Natur das will oder nicht. Das ist im Endeffekt SnowRunner. Das Spiel ist zum einen nun auf Steam erschienen und im Game Pass gelandet, zum anderen aber noch für eine weitere Plattform herausgekommen, die Nintendo Switch. Doch, kann das gut gehen? Immerhin ist die Serie nicht dafür bekannt, immer flüssig zu laufen und Ressourcen zu schonen. Ich habe mir den quasi Handheld-Ableger mal angesehen. Doch bevor wir zur Switch-Version kommen, hier nochmal ein Blick auf den Anfang des Spiels, wenn ihr auf der PlayStation 4 loslegt. Wohlgemerkt spiele ich hier auf der PlayStation 5 mit 4K-Auflösung bei 30 Frames die Sekunde. Und das sieht schon richtig schön nice aus. Die Texturen sind scharf und die Umgebung detailliert, während wir mit unserem Pickup-Truck durch die Gegend pflügen. Doch wie schlägt sich die Switch-Version im Vergleich dazu? Nun, ich stelle die beiden Versionen einfach mal gegenüber. Und natürlich muss man bei diesem Vergleich erstmal die Nase rümpfen. Knackscharfe Texturen gibt's hier nicht, dafür aber Kantenflimmern. Details sind weniger, Büsche und Bäume ploppen aus der Distanz auf und Effekte wurden ebenfalls runtergeschraubt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's in Ordnung. Der Boden verformt sich dennoch dynamisch und auch wenn wir durchs Wasser fahren, reagiert dieses auf unser Fahrzeug. Man darf hier nicht vergessen, dass es sich nun mal um die Switch handelt. Da ist klar, dass der Unterschied ins Auge sticht. Aber dennoch bietet auch die Switch-Version alles, was man kennt und liebt. Wie zum Beispiel dynamisches Wetter, wo es dann auch mal regnet. Etliche Aufträge, die ihr erfüllen könnt, wie der Bau einer Brücke, wenn ihr entsprechende Materialien liefert, Cockpit-Perspektive und dynamischer Tag- und Nachtwechsel, der sogar recht gut aussieht, wenn die Sonne im Rücken steht. Und auch bei Nacht verleiht der Scheinwerfer des eigenen Gefährts der Umgebung eine leicht unheimliche Atmosphäre. Was vor allem schön ist, das Spiel läuft mit 30 Frames die Sekunde. Slowdowns und Ruckler konnte ich hier noch nicht feststellen. Klar, wie gesagt, es wurde ja auch an Details einiges heruntergedreht, aber ich habe dennoch meinen Spaß. Was aber am großen Fernseher noch etwas mehr negativ ins Auge sticht, wird, sobald man im Handheld-Modus spielt, etwas abgemildert. Der kleine Bildschirm kaschiert so einiges, sodass zum Beispiel das Kantenflimmern weitaus weniger auffällt oder Texturen auch nicht ganz so unscharf wirken. Einziger Wermutstropfen, die Switch hat keine Analogträger. Heißt, dass ihr eure Geschwindigkeit nicht ganz so sanft dosieren könnt wie bei der Konkurrenz. Aber daran kann man sich gewöhnen und spielbar ist SnowRunner auch so wunderbar. Im Endeffekt ist die Sache eigentlich recht simpel. Habt ihr eine Switch und Bock auf diese Art von Spiel, wo ihr ruhig und geduldig Fracht zu schwer erreichbaren Zielorten bringt, dann holt euch diese wirklich tolle Simulation, die mir auch auf der Switch unglaublich viel Spaß macht. Die technische Umsetzung ist angemessen für die Plattform, läuft mit 30 Frames sehr gut und sieht gerade im Handheld-Modus durchaus recht hübsch aus. Besitzt ihr das Spiel schon für eine andere Konsole oder PC, müsst ihr nicht zugreifen, außer ihr wollt unbedingt unterwegs im Matsch spielen.